Auch bei der 49. Folge Minecraft habt ihr wieder eingeschaltet. Super. Und heute haben wir sogar ein Gesprächsthema, denn Minecraft ist sehr schwer zu kommentieren, wenn man kein Thema hat, ne? Wir werden weiter an unseren Sachen halt arbeiten. Übrigens, die Farm, glaube ich, werde ich abbauen, weil die ist doch ein bisschen kompliziert und so viel Zuckerrohr brauchen wir, ehrlich gesagt, wirklich nicht mehr, weil das wächst so schnell, das kann man hier locker mit der Hand so einmal hauen und abarbeiten, ne? Ich denke, das brauchen wir nicht. Wir werden diesen Platz hier nutzen und uns, ja, allgemein mal endlich Farmen bauen, mit denen wir dann halt zwar noch immer manuell abbauen, aber immerhin, ne? Weil wir haben wirklich momentan einen Mangel an Weizen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, ich hau hier auch noch ein bisschen so Weizen hin. Weil wir es halt auch gerade haben. Und hoffe halt mal, dass das was wird. Ich denke aber schon, ne? So, Freunde, ich habe auch ein Gesprächsthema. Es ist vielleicht ein Thema, was jetzt nicht jeden interessiert, aber man kann es ja mal ansprechen. Ich meine, es gibt so viel, über das man sprechen kann und ich nutze die Zeit, die 20 Minuten, die mir pro Part halt verbleiben, einfach nicht richtig. Und jetzt hat es an der Tür geklingelt. Ich bin aber jetzt nicht da. Tut mir leid. Ja, außer es klingelt jetzt im Sturm, aber ich denke mal nicht. Oder war das überhaupt bei mir? Ich weiß nicht. Jedenfalls ignoriert es. Kommt zwar selten vor, aber tatsächlich kommt es mal vor. Wie sieht es mit Stein aus? Haben wir Stein? Weil ich will hier weiterarbeiten. Und ohne Stein geht es nicht, dann müssten wir halt meinen gehen. So, Freunde, ich möchte heute über ein Brettspiel reden. Nämlich ein Brettspiel, was mir, ehrlich gesagt, ziemlich viel Spaß... Oh, das ist schlecht. Was mir halt ziemlich viel Spaß gemacht hat. Und es auch gar nicht so kompliziert ist. Das ist auch der Grund, warum es so spaßmäßig halt rüberkam, glaube ich. Weil ein Brettspiel, wo man lange braucht, um sich einzuarbeiten, na, ist nicht so das, ne. Die Rede ist von einem Spiel namens Machikoro. Und es ist ein Kartenspiel mit zwei Würfeln und im Thema einer Großstadt. Und es geht halt darum, dass man sich so kleine Läden kauft und die dann aufrüsten kann und immer mehr Geld verdienen. Und das Ziel ist es halt, eine Großstadt zu bauen. Das ist ganz leicht erklärt. Und was so toll an diesem Spiel ist, ist halt, es ist ja ein Kartenspiel, ne? Und das Problem bei einem Kartenspiel ist das, also ich vergleiche das jetzt mit Yu-Gi-Oh! Oder für die in diesem Thema halt drin sind, Dominion. Es ist halt ein Kartenspiel, wenn man es kennt, dann weiß man, wie man seinen Gegner schnell auslöscht. Das ist bei diesem Spiel zwar auch so, also man kann Strategien aufbauen, allerdings gibt es den Vorteil, dass es glückbasiert ist, weil man würfeln muss. Und deshalb gefällt mir dieses Spiel so gut, weil du kannst deine Strategie halt nur so aufbauen, wie du willst, wenn du auch würfelst. Na, die richtige Anzahl und so. Geht's hier nach unten? Nö. Ich suche gerade irgendwie eine Möglichkeit, Stein zu finden, aber ja, die ist uns momentan nicht gegeben. Ich hole mir mal ein Crafting Table. Ich möchte halt nicht immer an der gleichen Stelle graben, weil da finden wir, eigentlich keinen Stein mehr. Wir wollten ja eh zur Farm marschieren, das machen wir auch jetzt. So, zurück zum Spiel. Also, es ist halt ein Kartenspiel, was glücksbasiert ist. Nicht nur glücksbasiert, das ist nämlich der Vorteil. Man muss nicht nur Glück haben, man kann auch mit seinem Pech eine gute Strategie planen. Und es ist halt wirklich kompakt. Es gibt zwar auch Erweiterungen und eine Deluxe Edition, wo halt sehr viel drin ist. Aber das eigentliche Spiel reicht fürs Erste wirklich aus. Und es ist halt wirklich, es macht wirklich viel Spaß. So, schauen wir mal. Seht ihr, die Farm funktioniert? Gebratenes Hähnchen. Problem, was wir halt einfach haben, wir haben zu wenig Hühner da drin. Die müsste man fortpflanzen und da müssten eh überhaupt irgendwelche Hühner rein, ne? Das ist halt das Problem, aber dafür werden wir noch sorgen. Deshalb sammle ich gerade Eier, um hier mal zwei Hühner reinzukriegen und dann können wir die halt so simultan
Hochleveln nicht, aber fortpflanzen. Ja, habe ich auch keinen Stein mehr. Ah ja, ja, dann bauen wir hier ab, komm. Wir haben ja keine Wahl. So, Eisenpickaxe, nee, Stein, Holz, okay, Holz. So, Sachen, die wir nicht brauchen, können wir auch hier reinstecken, so. Und ja, also das Spiel könnt ihr euch mal anschauen. Ich habe einen Amazon-Link in die Videobeschreibung gepackt. Könnt ihr mal schauen, es ist auch nicht wirklich teuer, das ist der Vorteil. Ja, wie geht's jetzt genau? Also man hat, am Anfang kriegt man zwei Läden. Eine Weizenfarm, glaube ich, und noch irgendwie eine Farm oder sowas, ne? Und wenn man jetzt würfelt, jede Karte hat eine Zahl auf sich. Und die repräsentiert die Augenwürfelzahl. Und je nachdem, welche Augenzahl gewürfelt wird, aktiviert sich ein Effekt. Dies können Effekte sein, die dann aktiviert werden, wenn der Gegner eine Zahl würfelt, die aktiviert werden, wenn man selbst eine Zahl würfelt, oder halt, ja, es gibt eigentlich nur das, du selbst oder der Gegner oder alle. Und es ist dann so, dass man halt am Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel eine 2 würfelt, dann darf man sich aus der Bank eine Münze nehmen. Und wenn man eine 3 würfelt, dann darf man sich halt auch eine Münze nehmen. Je nachdem, die Farm zum Beispiel gibt dir für jede 2, die man würfelt, eine Münze. Und das Weizenfeld für jede 3 eine Münze. Ne? Also so kann man seine Münzen dann hochleveln. Und nach der Würfelphase, damit fängt man an, kann man sich dann auch noch Häuser kaufen. Warum kann ich diesen Stein nicht aufheben? Merkwürdig. Und ja, das ist dann auch schon alles. So sammelt man halt am Anfang Geld und man hat halt 4 Sehenswürdigkeiten, die man kaufen muss. Und wer alle 4 als erstes kauft, gewinnt. Und die haben halt Sondereffekte noch. Wenn man zum Beispiel, man hat einen Bahnhof, einen Funkturm, was hat man noch? Ein Einkaufszentrum und was war das letzte? Was war denn das letzte? Also Einkaufszentrum, Bahnhof? Ah, richtig, Freizeitpark, genau, Vergnügungspark. Und die haben halt noch so Effekte, zum Beispiel mit dem Bahnhof kann man jede Runde 2 Würfel schmeißen. Das heißt, es gibt natürlich auch Karten, die man später erwerben kann, die halt Zahlen von, was weiß ich, von 7 bis 12 beinhalten. Das heißt, die kann man halt später auch benutzen. Ob sie rentabel sind oder nicht, weiß ich nicht. Meine Strategie setzt eher auf die kleineren Zahlen. Die größeren sind halt, ja, es kommt halt wirklich auf deinen Gegner und auf die Partie an. Und, ja, so würfelt man sich halt so eine Gebäudeschlange halt zusammen und versucht halt alles zu kaufen. Und ja, es ist halt so, diese Spezialsehenswürdigkeiten, die man halt bauen muss, um zu gewinnen, die haben halt Effekte wie Bahnhof, du kannst 2 Würfel benutzen, ich glaube Funktor, du darfst zweimal würfeln, Freizeitpark ist, glaube ich, also wenn man einmal gewürfelt hat und das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, dann kann man zweimal noch einmal würfeln, ne? Freizeitpark, glaube ich, ist, wenn man einen Pass kriegt, dann darf man, noch sofort darauf folgend noch einen Zug machen, also nochmal würfeln und nochmal Gebäude kaufen. Und wenn man, wie war das? Wenn man das Einkaufszentrum hat, dann kann man, wenn man Cafés oder, was ist das andere? Irgendwas anderes noch, Cafés oder, keine Ahnung, irgendwelche Läden hat, dann werden die verdoppelt, der Betrag. Also das heißt, wenn man dann eine 2 bei diesen Weizen würfelt, dann bekommt man anstelle von einer Münze 2 Münzen. Ja, so funktioniert das und ja, wie gesagt, man braucht auch ein bisschen Glück, ne? Denn wenn man zum Beispiel eine 3 würfelt, es gibt ein Café und wenn der Gegner ein Café besitzt, wenn man eine 3 würfelt, muss man eine Münze abgeben.
Und hätte der jetzt das Einkaufszentrum, müsste man sogar 2 Münzen abgeben, ne? Und dann kann man ja auch noch mehrere Cafés besitzen und ja, dann wird man schnell pleite. Also man muss auch ein bisschen überlegen, was hat der Gegner, was musst du dir bauen? Hallo Schwein, du willst vielleicht da rein, aber das ist nicht für dich gedacht, mein Freund. Das ist nicht für dich gedacht. So, ich denke, Weg zurück wäre besser jetzt einzuschlagen. Es ist Nacht, ja, ich weiß, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber... Ja, so schlimm ist es auch nicht. Vielleicht gehe ich auch den anderen Weg, weil ich suche nur ein bisschen Diorit. Ja, Freunde, schreibt mir mal, wie ihr zu Boardgames steht. Ist das interessant oder... Kann man Sand umgraben? Nö. Ist es interessant für euch oder sagt ihr, meh, Boardgames ist jetzt nicht so meins? Ich probiere es einfach mal aus, darüber zu reden, weil, ja, man kann ja alles ausprobieren, ne? Ich meine, dann kann niemand nachher meckern und ich sehe einen Enderman, den greife ich gleich an. Oh Gott, eine Spinne. Ja, dann kann niemand meckern. Ich hätte... keine interessante Gesprächsthemen. Ich will da ein bisschen von allem reinbringen und ja, Boardgames ist halt ein Spiel, was mir jetzt in letzter Zeit wirklich aufgefallen ist, was wirklich, wirklich gut ist. Und von daher, ja, habe ich es mal reingebracht. Und dieser Enderman ist schlau. Der beamt sich dort hinten zu den ganzen anderen Gegnern. Ah. Lästig, lästig. Ich will halt ein Auge von ihm, ne? Komm mal her, du. Jetzt ist er dort hinten. Ja, hier ist halt wirklich eine Monsterschlange. Ich will den jetzt erwischen. Komm, stirb, stirb. Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper hinter mir. Und ein kleiner Zombie. So, hat er was gedroppt? Nö, hat natürlich nichts gedroppt. Da ist ein Villager. Doch! Er hatte was gedroppt. Nein, der Creeper. Er hat das Enderauge zerstört. Oder habe ich's? Nö. Ah, dieser Scheißkerl. 30% der Explosion geht halt immer verloren. Und das Enderauge hat diesmal zu den 30% gezählt. Ja, das Ende selbst haben wir ja noch nicht gefunden. So, du stirbst. Du nervst nur rum. Ja. Also, das war meine Vorstellung von Machikoro. Ja. Ich würde es euch empfehlen. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Man kommt leicht rein. Ich denke, es ist auch für jedermann. Also, das ist auch gar nicht kompliziert zu verstehen, weil ich habe auch Spieler, um die einem beizubringen oder selbst mal zu verstehen, ja, brauchst du halt wirklich ein paar Partien oder du verstehst es halt gar nicht. Das habe ich zum Beispiel, die 7 Weltwunder, 7 Wonders, glaube ich, heißt es. Das ist ziemlich cool, aber ich kann es mit niemandem spielen. Ist auch eine Wirtschaftssimulation, aber niemand kapiert die Spielregeln. Oder es ist halt wirklich zu zeitaufwendig, alles durchzuklären, wie was funktioniert. Dann Dominion habe ich schon gesagt. Problem ist es halt, dass das Spiel wirklich mächtige Karten beinhaltet. Und wenn man die kennt und sein Deck... ja, finalisiert hat, dann muss man halt nur diese Karten irgendwie ergattern. Und das ist auch nicht sehr schwer bei Dominion. Und dann hat man sein super Deck, ne? Bei Machikoro ist es halt so, dass man halt seine Karten zieht und so, ne? Man baut seine Karten auf. Und dann muss man immer noch darauf hoffen, dass auch die Zahlen gewürfelt werden. Ich finde zwar, dass es bei den Doppelwürfeln, also... wenn man halt zwischen 7 und 12 Zahlen würfeln will, ist es auch ähnlich wie Dominion, aber man kann diese Karten ja auch einfach ignorieren, ne? Ich spiele halt lieber auf den niedrigeren Stufen. Und ich kann euch auch einen Tipp geben, wenn ihr bei so Würfelspielen, wo 2 Würfeln dran kommen, spielt und die 7 irgendwie relevant ist, also einen Vorteil hat, weil in Machikoro ist sein Vorteil, dann bekommt man nämlich eine Molkerei und damit kann man seine ganzen Farms verdoppeln, die Preise. Ich glaube, man bekommt sogar 5 Münzen pro Farm, die man hat und so. Also das ist schon krass. Und ja,
Wenn die 7 ein Vorteil für euch ist, dann spielt immer auf die 7, weil das ist die Zahl, die bei Doppelwürfeln am meisten drankommen kann. Es gibt, glaube ich, bei der 7, wenn ich mich nicht irre, sogar 7 Möglichkeiten und das ist die Höchstmöglichkeit. Oder sogar 12? Nee, 6? Na, ja, ich weiß nicht. Jedenfalls, die 7 kommt am häufigsten vor, wenn man nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung geht, ne? Und, von daher, ja. Spielt auf die 7. Und das ist jetzt nicht nur an Machikoro gerichtet, sondern an auf jedes Würfelspiel mit Doppelwürfel. Weil, wie bekommt ihr die 7? Ihr bekommt sie, wenn ihr eine 6 und eine 1 würfelt, eine 2 und eine 5, eine 4 und eine 3. Ne, ihr merkt es schon. Dann, nach der 4 und 3 kommt halt die 2 und die 5 wieder. Und das geht dann halt wieder so nach oben, ne? Ich glaube, es sind dann 6 Zahlen, die 7 beinhalten. Wahrscheinlichkeit ist irgendwie, ja, 50%, glaube ich. Kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau, aber die 7 kommt am häufigsten dran. Habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Joa. So viel zum Thema. Wie gesagt, in die Kommentare, wie das Thema euch anspricht. Könnt ihr mit Boardgames überhaupt was anfangen oder gar nichts? Ja. Und ansonsten könnt ihr halt auch immer ein Thema in die Kommentare schreiben, über das ich vielleicht meine Meinung äußern soll oder über das wir halt sprechen können. Oh shit, da sitzt ein Creeper im Gehege. Den müssen wir mit Pfeilen sprengen. Scheiße, warum spawnen... Ja gut, es ist kein Licht da, die spawnen da, weil kein Licht. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben immer noch die Möglichkeit, den abzuschießen und das werden wir auch tun. Ich habe, glaube ich, sogar einen Bogen in der Truhe, auch wenn der ziemlich schwach ist. Wir haben noch Spinnenfäden. Pfeile haben wir sicher. Ja. Wir müssen diesen Creeper jetzt irgendwie töten. Ach Gott. Jetzt müssen wir halt auch gut zielen. Deshalb muss das so langsam erhellt werden und zum Haus gehören. So. Da ist dieser Skelett. Ich versuch's mal von hier. Scheiße. Wo ist der Creeper? Gehst du weg? Die verhexten Pfeile gibt's hier noch nicht, ne? Die gibt's erst ab Version 1.9, glaube ich. So, ich würde den jetzt umhauen, aber ich habe die Fackel abgebaut. Wenn er aus dem Wasser kommt, verbrennt der, ne? Wo ist der Creeper? Ist er down? Ne, er steht noch dort. Scheiße. Und er ist down. Okay, super. Jetzt noch den Creeper. Der hat dort noch Sachen gedroppt. Ich habe den Schleim getroffen. Auch gut. Jetzt haben wir auch eine Schleimfarm. Und von hinten greift mich auch was an. Ja! Das war sogar ein Achievement. Oh, nice. Creeper mit dem Bogen killen. So, was greift mich denn da an? Bist du das dort hinten? Ungezogener Bengel. So, weg mit dir. Und ihr Schleims auch. Ich komme ja gar nicht gut rein. Ich setz mal einen Stein hin und zack. Ich will das alles aufheben. Das kann ich wegschmeißen. Das Zuckerrohr. Ich denke schon, ne? Nee, warte, wir haben sogar Pfeile hier, die nicht gestackt sind. Sauerei.
Und ja, dann schmeißt das Zuckerrohr weg. Das ist ja nach bearbeitbar. Ich glaube, wir brauchen die Schleime sogar für die. Ah ne, das ist ja gescheitert. Mensch, jetzt habe ich noch keine Pickaxe. Jetzt muss ich den Stein hier abbauen. Nein, 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 bleib drin. Bleib drin. Ach du scheiß Huhn. Gott verdammt. So. Wollte das ausbüchsen. Gibt's doch nicht. Ja, Freunde, das war's dann für heute. Also, ein kleiner netter Kampf. Ah, Rischek, wir müssen das erhellen. Haben wir Fackeln? Nee. Aber wir können welche produzieren. Das mache ich noch, sonst vergesse ich das noch. So, Kohle weg. Fackeln her. 2 Stacks, nice. Diesen Sandstein. Schmeiß mal in die Truhe dort. Ah, da sind auch noch Schleimteile. So. Solange wir unser Lager nicht haben, ist die Ausrüstung egal. So, ich hoffe, dass es hier hell genug ist, weil hier möchte ich doch bitte keine Creeper haben. Aber hier muss halt Licht hin. Das geht so nicht. Da muss Licht hin. Keine Lust, noch einen Creeper im Gehege zu haben. Hat zwar jetzt ein Achievement gebracht, aber ja. Muss ja nicht sein. Ne? So. Wir beleuchten das auch jetzt richtig krass. Weil die Hühner sind uns wirklich noch wichtig. Besonders wenn die Hopper jetzt angebracht werden. Ja, Freunde, wir haben Stein. Im nächsten Part geht's dann damit weiter. Wir werden wohl Stein brodeln, dann noch ein bisschen Stein sammeln. Und jo. So sieht der Plan aus. Also ich will dieses Keller. Fragment jetzt endlich mal fertig bauen. Wie das mit der Zuckerrohrfarm hier aussieht, ah, ich glaube, das baue ich wieder ab, weil das bringt wirklich nichts. Seht ihr, Zuckerrohr ist jetzt schon wieder groß. Und, ja, auch für den Kuchen brauchen wir jetzt nicht so viel Zuckerrohr. So, ah, da bin ich jetzt dagegen gestoßen, da habe ich alles kaputt gemacht, Mensch. Pflanze ich halt wieder neu an. Wie sieht es mit der Weizenfarm aus? Ja, die wächst super. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, der Part war spaßig und das Thema war wenigstens mal wieder gut. Ich bin momentan wirklich unzufrieden mit den Themen, die ich hatte. Und ich muss ja irgendwas reinbringen. Sprich ja nicht wieder über Boardgames bei Videogames, ne? Ja, das gibt's nur bei mir, denke ich, hoffe ich. Und bis demnächst. Ciao.